Ey, ich habe auch ein paar Banger geliked, Bro. Ich bin nicht hier zum Spaß. Ich habe auch ein paar Banger für euch, okay? Passt auf. Also, ihr wisst ja, ich bin großer Insta-Reels-Fan. Ich hatte heute einmal dieses hier. Das habe ich einfach mal für den Algo geliked. I'll include this real in my suicide notes. Now do the backshot pose. Da dachte ich so, fuck, das muss ich liken, davon brauche ich mehr. Dann habe ich noch geliked, passt auf. Dann habe ich noch das hier geliked, natürlich einfach für den Algo. Hallo ihr Lieben, der Tüllrock bleibt auch weiterhin im Herbst, ist ein großes Thema. Und ich zeige euch meinen Style mit einem Tüllrock in Camel. Ein guter Tüllrock in Camel. Versteht ihr, wie ich meine? Dazu ein T-Shirt an, Kurt Cobain ist vorne drauf und eine Bo-Kette kommt noch dazu. Einmal richten. Und dazu habe ich auch camelfarbene Budapester an. Bruder, so Frauen über 50 haben auf einmal für jede Sache so einen Namen. Hey Kevin, so, ich wollte dich etwas fragen. Wenn das ein TikTok wäre in unserer Generation, würde man sagen, ja, ich habe einen Rock an, eine Kette und halt so ein Bandana oder so. Aber die haben so special Namen, Bro, für alles, Digga. Aber Kurt Cobain ist geil, ja, normal. Und ein Seidentuch, okay. Nicht ordentlich gelegt. Eigentlich faltet man die Spitze zu. No joke, ich folge dir, also ich folge dir auf TikTok, auf Instagram. Und die hat manchmal harte Fits. Real talk. Erst rein, damit es nicht rausrutscht. Ja. Schwein, hau mal. Manchmal die harte Fits. Wieder Knoten rein, bisschen seitlich. Und ready. Ja, guck jetzt. Die muss dazu. Ein absolutes Muss. Klar. Meine Adidas Trainingsjacke. Gucci Adidas Jacke, Classic. Und die finde ich richtig cool dazu. Gefällt mir. Einmal richten und yes. Würdet ihr sagen, der Fit ist valid? Da sind die Budapester nochmal, ich zeig sie dir. Wir haben auch eine pinke Sohle. Und weil mir das noch nicht reicht, brauche ich auch noch eine Leo-Tasche. Ist der Fit valid oder? Habt einen tollen Tag, bye bye. Kann man so Elternabend. Ich bin so gespannt, wie Social Media ist, wenn wir alt sind, Bro. Wir werden auch halt so Boomer-TikToks machen, hundertprozentig. So, dann habe ich noch das hier. Jetzt denkt ihr euch, what the f***. Der Song nervt überall, ihr kennt den vielleicht auch schon. Der nervt mich auch übertrieben, aber passt auf. Warte, wir gucken es einmal so und dann zeige ich euch was. Trinkst du heute Uso? Nee, ich trinke heute, das ist kein Witz. Ich hab den übelst oft auf meiner Timeline und ich hasse das, okay? Kein Rindwein und kein Hugo und auch keinen Uso. Aber das Beste an dem Ganzen ist, achtet mal am Anfang, da ruft einer, aber verpiss dich! Kriegst du heute Uso? Nee. Digga, Legende. Schau nur an dich, Digga. Schau nur an dich. Verpiss dich! Kriegst du heute Uso? Nee. Ich trinke heute, das Legende. Ist dein Legende, Bro. Wirklich. Schau nur an den Guy. Schau nur an den Guy. Was hab ich noch? Okay, dann hab ich noch. Bro. Ich kenn doch dieses. Meine Mama, meine Schwester, der kleine Schatz. Okay, und diese Familie hat jetzt so ein TikTok gemacht oder so ein Insta-Reel gemacht. Und die Kommentare sind voll mit, Digga, deine Schwester muss chillen. Und ich zeig's euch jetzt. Meine Schwester. Ich so gerne schmolle, ich esse Käserolle. Elias, ihr Verlobter. Küsselröllchen, so knackig fein. Die hau ich mir jetzt rein. Mein kleiner Schatz. Oh, eine schöne Blume. Meine Schwester. Die Tomate, so rund und fein wie meine Kurven, die hau ich jetzt in mich rein. Bro. Und ich, der Umzug ist endlich vorbei. Endlich. Und ich erledigt. Heidenei. Digga, no joke, ich liebe Insta-Reads. Ihr verpasst da was, Leute. Ihr versteht es nicht. Ihr versteht es nicht, Chad. Ihr versteht's nicht. Digga, der Shit ist crazy. Was habe ich hier noch geliked? Das ist einfach Freestyle. Ich bin ein Scharfschütze, du bist eine Schlafmütze. Meine Chick macht mir in der Kitchen Würstchen mit Maisgrütze. Ich habe ein weiches Handgelenk. Digga. Ich habe diesen Soft-Touch. Du machst Rap-Musik, doch deine Raps sind leider oft Quatsch. Das hättest du in 5 Jahren sein können. Boah, Digga. Oft Quatsch, Digga. Auf Soft-Touch fand ich krass. Einmal hatte ich, was ist das hier? Hey du, wusstest du, dass beim Lieferando seit 2017 mit Bitcoin bezahlen konntest? Denk mal drüber nach. Dann solltest du dich mal wirklich mit Krypto beschäftigen und es ist einer der größten wachsenden Markt. Da muss man mal drüber nachdenken. Dann habe ich noch das hier, warte. Dann hatte ich noch ihn hier. Hallo, lebe
Tut mir leid da draußen. Ich bin der Christian Reicher. Bro, ich habe so oft so Atzen, die so Multilevel-Marketing-Shit bewerben, Bro. Ist so geil. Ja. Und ich bin total begeistert von ätherischen Ölen. Wie schaut's denn eigentlich bei dir damit aus? So interessiert geil. Dich sowas auch? So geil. Hast du da einfach andere blonde Frauen geliked? Bruder, das ist mal Luna. What the fuck? Dann habe ich, was ist das hier? Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät. Und wer anderen die Muschi mäht, der hat ein Muschi-Mähgerät. Fand ich natürlich auch noch einen Kracher, den muss ich natürlich auch noch lachen. Den muss ich natürlich auch noch mitnehmen. Dann, das hier fand ich auch wirklich, also da muss man sich vorstellen, da sind Gelder reingeflossen, ja. Und das finde ich einfach nur wild. Da wurde Geld reingepumpt, Digga. Und das finde ich einfach nur crazy, dass Leute damit Geld verdient haben. Deine Eltern verstehen nicht, was ein Brawler ist. Bruder, ist meinen Eltern auch scheißegal, was ein Brawler ist. Kein Problem. Zeig ihnen dieses Video. Brawler sind Charaktere, die von Kindern bzw. Spielern gesteuert werden. Sie haben verschiedene Fähigkeiten, die im... Fand ich crazy, musste ich liken für den Algorithmus. Was ist das hier? POV, dein erster Termin bei mir? Warte mal, da war irgendein lustiges Kommentar. Hey, servus. Freut mich, dass es geklappt hat. Komm gerne rein. Ach so, jemand hat geschrieben, er ist Bauchredner und ich wusste erst nicht, was gemeint ist bis zum Ende, Digga. In unser Beratungszimmer. Nimm doch gerne Platz. Jetzt ist er Bauchredner, Digga. Einmal geswitcht. Ich bin mir sicher, ich kann dir weiterhelfen. Digga, nimm mal nicht so stark, Bro. Nimm mal nicht so stark. Oh mein Gott, Bro. Ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei Dinger geliked tatsächlich, Chat, die ich euch zeigen kann. Lass uns mal gucken. Okay, ich habe einmal das hier geliked. Guck mal so, ne, wenn du überlegst, du hast immer ein bisschen Scheiße dabei. So, weißt du so, die Scheiße sammelt sich in deinem Arsch, Alter. Denk mal drüber nach. Und wenn genug Scheiße da ist, musst du kacken, dann gehst du kacken. So, weißt du, aber bis dahin sammelt sich ja die Scheiße. Was bedeutet, du hast immer ein bisschen Scheiße dabei, egal wo du hingehst. So, du chillst an den saubersten Orten, bist gerade im Krankenhaus, Alter. Du hast einfach straight ein bisschen Scheiße im Arsch. Ich will ja, ey, also da denkt mal drüber einfach nach, ne? Wir müssen es ja nicht zu Ende gucken, aber denkt mal drüber nach, Chat. Einfach, dass ihr das wisst, Alter, um euch ein bisschen zu humblen, um euch ein bisschen, Alter, von eurem hohen Ross runterzuholen, so, mit eurer Scheiße in eurem Arsch, Alter. Da ist immer ein bisschen Kacke drin, Alter, kommt mal klar. Ja, denkt mal drüber nach, Bro. Okay, dann habe ich noch das hier. Den fand ich stark. The song has restored my strength. Den fand ich noch gut. Dann habe ich noch das hier geliked. Ja, I'm okay. I'm okay. Okay. Schauspieler? I'm okay. I'm okay. Es hat mich irgendwie an Teddy erinnert. Also den Comedian. Okay. Ich weiß nicht warum. I'm okay. I told you I'm okay. I said I'm okay. Okay. I'm okay. I'm okay. So weit habe ich noch gar nicht geguckt, den kennst du auch zum ersten Mal. I'm okay. I'm okay. Ja, herrlich. Dann habe ich noch das hier geliked. Das war mal ein bisschen sassy, Bro. Ich weiß nicht, ob ihr diese Lecker-Lecker-Familie kennt. Das habe ich ja euch schon mehrmals erzählt, dass ich da wirklich schon sehr, sehr lange die verfolge. Und es wird irgendwie langsam ein bisschen mehr sassy. Und die Leute schreiben immer rein, dass die Schwester in der Paarungszeit ist. Und ich muss wirklich sagen, was zum Fick geht da ab? Also, Bro. Meine Schwester. Wie geil das schmatzt. Das erinnert mich an was. Mein kleiner Schatz. Oh, ein Erdbeernachtisch. Und die Leute schreiben immer so, holt das Kind da raus. Bro. Nur für mich. Der ganze Topf, nee, das für alle. Meine Schwester. Oh, lala, was sehe ich da? Das Essen ist da. Und ich, karamellisierte Zwiebelnudeln. Das. Und jemand hat geschrieben, ich habe euch das schon gezeigt. Und das ist falsch. Was ich euch aber gezeigt habe, ist ein anderes Video von denen. Und zwar das hier. Meine Schwester. Ich so gerne Schmolle, ich esse jetzt Käserolle. Und ich weiß nicht, Real Talk, was geht auf diesem Channel ab, Bro? Das Ding ist, sie folgt mir auch, ne? Weil ich da schon voll auf dem Stream drüber gesprochen habe. Aber was in Gottes Namen geht auf diesem Channel ab, Bro? Real Talk. What the fuck? Den fand ich auch crazy. Hi, Papa. Oh, lieber Spaghetti Bolognese, wie ein Bolle aus der Nase. Lecker, lecker. Meine Mama. Julia hat gekocht, ein Hoch auf dich. Dankeschön, Schatz. Bitteschön. Meine Schwester. Wir spielen Susi und Strolch. Das ist geisteskrank.
Das ist crazy. Elias, ihr Verlobter. Es gibt Spaghetti Bolognese. Bro, ich finde Leute, die so ein bisschen zu sehr rummachen, egal ob von den Eltern, von den Freunden, Bro. Also es gibt da wirklich, also außer man ist vielleicht 15 oder so, dann kann man auch sagen, ja, okay, Bro, ihr seid 15 oder so, man ist so seit einer Woche zusammen. Ja, okay, Digga, maybe dann. Oder man ist auf einer Party, okay, maybe auch dann. Aber Bruder, wenn wir einfach so chillen, warum macht ihr gerade rum, Digga? Ist todesunangenehm, what the fuck? Hört auf, mega weird, Bro, what the fuck? Lass das, okay? Lass mich in Ruhe, Digga, what the fuck? Dann hab ich noch das hier geliked, das soll ich eigentlich Marsha schicken. Schöne Sonntag! Schöne Sonntag! Das war's schon, das war, mehr ist es nicht. Dann habe ich, was habe ich noch geliked? Habe ich euch das schon gezeigt? Das geht einfach nur hart. Das geht einfach nur scheiße hart. Boah, okay. Okay, okay, holy shit, yo. Bro, ich muss sagen, ich hasse diesen Song, by the way. Dann habe ich noch das hier geliked, aber das habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Ich bin bereit, den Tag in diesem Outfit zu rocken. Wie gefällt dir das Outfit? 0 von 10 Penny-Treuepunkte. Digga, die Leute sind immer so am Haten, Bro. Die haten immer so aus ganzem Herzen, Digga. Das tut mir schon immer echt leid, Mann. Geh gut hin und mach dir einen schönen Tag. Bro, die Schuhe geben mir irgendwie so ein bisschen so Apo Red 2016. Und heute grüße ich zusätzlich Fiete und Torben. Yo, Fiete, Bro. Holy shit. Digga, Shoutout. Hm? Digga, Fiete ab, Digga. Shoutout, Bro. What the fuck? Oh, Mann, ey.